In den letzten 40 Jahren hat sich die Anzahl der extremen Niederschlagsereignisse und Hochwasser vervierfacht weltweit. Das heißt, die Extreme werden immer mehr. Und viel unserer Arbeit besteht eben darin, uns anzuschauen, wie sich das weiterentwickeln wird und wie wir unsere Wasserwirtschaft verändern müssen, um mit diesen veränderten Situationen umzugehen. Mein Name ist Thorsten Wagener. Ich bin Hydrologe und versuche zu verstehen, wie sich unser Wasserkreislauf ändert. Wir benutzen Computermodelle, um zu simulieren, wie sich Klimawandel und andere menschliche Aktivitäten auf den Wasserkreislauf auswirken. Mit Simulationen Zusammenhänge verstehen, Vorhersagen machen, Forschung interdisziplinär zusammenbringen. So will Wagener einer der größten Herausforderungen unserer Zeit begegnen. Was mich von Anfang an motiviert hat, ist die Tatsache, dass die Forschung, die wir betreiben, auch einen Einfluss hat auf das Leben der Menschen. Das ist für uns, denke ich, nie deutlicher gewesen als jetzt im Moment im Zusammenhang mit dem Thema Wasser. Hier in Potsdam entsteht ein Forschungszentrum für Wasser, Umwelt und Gesellschaft, in dem Wagener eine Schlüsselrolle spielen wird. Wie verändern sich hydrologische Prozesse unter dem Einfluss des Klimawandels? Mit welchen Niederschlagsereignissen und Gefahren müssen wir rechnen? Wo wird es trockener? Wo fällt zukünftig mehr Niederschlag? Nicht erst seit der katastrophalen Ahrtalflut im Sommer 2021 ist klar, dass das bessere Verständnis globaler Veränderungen und lokaler Folgen lebenswichtig sein kann. Worum es uns dann geht, ist zu verstehen, wie sich diese Extreme in verschiedenen Gebieten abbilden. Zum Beispiel haben wir kurz nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ein paar Wochen später ein ähnliches Niederschlagsereignis gehabt in Berlin, was in Berlin nur zu lokalen Überschwemmungen geführt hat. Und das liegt daran, dass die Topografie anders ist, es ist kein Gefälle da, es ist sehr durchlässiger Boden da. Und wir müssen versuchen zu verstehen, wo das Gefahrenpotenzial hoch ist und wo das Gefahrenpotenzial niedrig ist. Um das zu machen, müssen wir Experten zusammenbringen, die eben die Meteorologie verstehen, die das Klima verstehen, die aber auch die Böden verstehen, die die Vegetation und Topografie verstehen und diese Informationen zusammenbringen. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft und den Wasserhaushalt ist was, das kriegen wir auch nur interdisziplinär vernünftig verarbeitet. Die Computermodelle, die Wagener mit seinem Team entwickelt, tragen wesentlich dazu bei, die Erkenntnisse ganz unterschiedlicher Disziplinen zusammenzubringen und nutzbar zu machen. Für TechnikerInnen und für Planung und Forschung auf der ganzen Welt. Wie wirken Klima, Gelände und Nutzung zusammen? Welche Faktoren verändern dieses Gefüge? Wasser ist dabei viel mehr als Hochwasserereignisse oder Dürren. Es ist auch Grundlage allen Lebens und unseres Miteinanders als Gesellschaft. Was mich an der Hydrologie fasziniert, ist die gesellschaftliche Relevanz. Als Student bin ich nach Äthiopien gegangen und habe da alle Aspekte des Wasserproblems kennengelernt. Für mich war das ein extrem augenöffnender Prozess, dass man, wenn man das System versteht, das natürliche System, das technische System und das soziale System, dass man wirklich was erreichen kann. Wasser kennt keine Grenzen. Das gilt für klimatische Veränderungen, aber auch für wissenschaftliche Zusammenhänge. Ob die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder die Veränderung landwirtschaftlicher Nutzung, alles hängt zusammen. Und Wasser ist das Bindeglied. Ich glaube, dass sich langsam die Idee durchsetzt, dass unsere Umwelt relativ komplex ist, dass die Welt, in der wir leben, relativ komplex ist und dass wir nicht sehr stark vereinfachte Lösungen nehmen können, um diese komplexe Umwelt zu verändern oder positiv zu beeinflussen. Wageners Antrieb ist, Forschung zu betreiben, die aktiv mitwirkt, einen Unterschied zu machen. Wir machen keine Forschung, die vielleicht in 15 Jahren, in 20 Jahren mal jemand benutzen könnte, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen, sondern wir sind eben viel näher an Entscheidungsträgern dran. Und im Prinzip ist der Bedarf sehr groß, unsere Forschung so schnell wie möglich auch in die Praxis übergehen zu lassen. Und so mitzuhelfen, den Herausforderungen der Jahrhundertaufgabe Klimawandel zu begegnen.